Ja, hallo liebe Malawi-Freunde. Ich bin gerade beim Wasserwechsel. Die Gelegenheit nutze ich dann gleich mal, um nochmal auf die Strömung per Diffuser einzugehen und die Wasseroberflächenbewegung. Und das sieht man hier sehr schön. Rechts ist der Filterausgang. Man sieht, die ganze Wasseroberfläche ist wirklich komplett bewegt und wird sogar mit Luft durchlüftet. Die Strömung im Becken selber ist wirklich richtig ruhig, da ist nichts Stressiges oder sonst irgendwas. Hier drüben im Jungfischbecken sieht man genau das Gleiche. Die Jungs haben keinen Stress, weil die Strömung sich quasi wie im See auch verwirbelt und die damit wirklich wunderbar klarkommen. Hier drüben dann auch gleich nochmal das gleiche Bild. Da sieht man das auch. Wirklich die gesamte Wasseroberfläche ist durchlüftet. Wenn man sich die Tiere anguckt, das Unterwasser ist richtig schön ruhig, mit leichten Verwirbelungen drin, so wie es im See auch ist. Noch nicht diese starken Strömungen. Also wenn die Fische alle in eine Richtung stehen, dann läuft was verkehrt. Das so, jetzt nochmal so als kleinen Hinweis, damit man das auch nochmal richtig im Detail sieht. Und bei der Gelegenheit auch gleich nochmal ein Hinweis wegen dem Licht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, grundsätzlich, also zwischen 10 cm und 30 cm irgendwie so bei dem Dreh, sollten die Lampen oberhalb des Wassers sein. Bei mir kann ich es machen, weil ich habe hier Glasabdeckung über dem Becken und von daher ist der Lichteinfall natürlich auch ein ganz anderer. Und die Tiere fühlen sich damit wesentlich wohler, wenn die gesamte Wasseroberfläche richtig gleichmäßig ausgeleuchtet ist, als wenn das direkt über dem Becken ist. Weil das eine unnatürliche Ausbeutung ist. Die Wasseroberfläche ist, das müssen wir uns immer vor Augen halten, für die Tiere immer eine Gefahrenzone, die sie versuchen einzuschätzen. Deswegen haben wir da auch dieses Phänomen, dass wenn wir Flocken reinmachen, macht vielleicht einen lustigen Eindruck, dass sie hektisch nach oben düsen an die Wasseroberfläche und wieder runterpoolen, aber halt wirklich auch wirklich gestresst sind dabei. Und da Granulat, wenn sie von unten holen, sich wieder ganz anders verhalten. Oder wenn wir das Flockenfutter, so mache ich es zum Beispiel, ich streue es nicht oben auf die Wasseroberfläche, ich tauche es einmal ein ins Wasser und lasse es dann los. So, dann verteilt es im Becken und das Fressen für die Tiere ist wesentlich stressfreier. Das nur so als kleine Tipps nebenbei zu diesem Thema wegen der Strömung. Na? Ja, ich hoffe, das ist jetzt so für den einen oder anderen überzeugend genug. Probiert das bitte aus. Ja. Bis zum nächsten Spontan-Video.